Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Gehirn-OP bei Parkinson'scher Erkrankung. Dafür haben wir als Gast und Gesprächspartner Herrn Professor Spetzka, Direktor der Neurochirurgischen Klinik im Städtischen Klinikum Karlsruhe, Experte auf diesem Gebiet. Herr Professor Spetzka, stereotaktische Operation, fast nicht auszusprechendes Wort. Was ist das? Was hat das mit Parkinson zu tun? Ich könnte jetzt böse sagen, auszusprechen ist fast schwieriger als die Operation. Nein, also Stereotaxie heißt, dass wir ganz zielgenau an einen Punkt navigieren. Um da die maximale Genauigkeit zu haben, bekommen die Patienten einen Rahmen auf den Kopf geschraubt. Das hört sich martialisch an, aber es wird in lokaler Betäubung gemacht, also nicht in Narkose. Dann kann man exakt ein Zielkreuz durch den Rahmen legen, die Koordinaten bestimmen und dann wirklich den exakten Zielpunkt ansteuern. Das möchte man beim Parkinson, weil man ja gewisse Kerngebiete mit der Stimulationselektrode exakt anfahren will. Diese Kerngebiete liegen ja sehr tief. Was sind das für Nadeln, mit denen man da arbeitet? Das sind dünne Sonden. Man kann die stereotaktischen Operationen auch für Biopsien von tiefliegenden Hirntumoren nehmen. Das ist seltener geworden, weil wir die Navigationstechnologie haben. Aber für die stereotaktische tiefe Hirnstimulation, also für extrapyramidale Bewegungsstörung, Parkinson ist die hauptsächliche davon, gibt aber Dystonien und andere Erkrankungen. Dafür nehmen wir genau diese ganz dünne, 1 mm messende Sonde, die dann vorsichtig durch das Hirn an die Zielregion geschoben wird. Und welche Symptome des Morbus Parkinson kann man damit besonders gut heilen? Also es gibt gewisse Phasen, Stufen des Parkinsons. In der Frühphase ist die medikamentöse Therapie ganz klar die Methode der Wahl. Aber wenn dann der Patient einen sehr starken Tremor hat, also ein Zittern hat, und wenn er ja, Dyskinesien hat, also auffällige Missbewegungen hat, das sind Symptome, die man sehr gut mit dem Hirnschrittmacher behandeln kann. Ganz spannend ist, während der Operation, die wird im Wachzustand durchgeführt. Man bohrt ein kleines Loch, schiebt dann diese Sonde exakt an den berechneten Zielpunkt. Und die Patienten sind wach, die haben ihren Tremor und sie kommen in der Zielregion an und sie sehen, der Tremor hört auf. Das ist wirklich ein faszinierender Effekt auch. Der Patient nimmt es auch wahr, er ist ja wach bei der ganzen Sache. Die sind ganz glücklich, wenn die über Jahre hinweg einen zunehmenden Tremor haben bei dieser Operation. Sie haben ja eben schon einen Ausdruck mit hineingebracht, das war der Hirnschrittmacher. Ich meine, wenn Sie jetzt diese Sonde dort hineinführen, haben Sie einen momentanen Effekt, den Sie gerade beschrieben haben. Bleibt dieser Effekt oder braucht man dann diesen Schrittmacher, damit das permanent dort so stimuliert wird, wie Sie es über die Sonde machen? Genau. Also das ist der Setzeffekt. In dem Moment, wenn Sie diese Sonde dort in diese Zielregion bringen, der hält Stunden an, vielleicht auch mal einen Tag. Aber dann benötigt dieses Kerngebiet einen elektrischen kleinen Rechtecksimpuls, um wieder quasi aktiviert zu werden. Und das ist dann das, wozu dann die Sonde an ein Kabelsystem angeschlossen wird. Das wird dann, meistens wird dieser Herzschritt oder Hirnschrittmacher an derselben Stelle positioniert wie ein Herzschrittmacher auch und wird über ein Kabel verbunden. Das ist ein batteriebetriebenes System. Und die modernen Systeme, um dem gleich vorwegzugreifen, die haben heutzutage die Möglichkeit, Transduktion, also es von extern aufzuladen, sodass dieser lausige Batteriewechsel, der früher immer im Halb- oder Jahresrhythmus stattfand, einfach der Vergangenheit angehört. Als Kardiologe finde ich das faszinierend. Ja. Beim Herzschrittmacher geht es nämlich nicht. Ja, da, bisher das nicht. Höhere Stromimpulse, glaube ich, und höhere Spannungen. Und deswegen ist das Problem. Das heißt, dieser Hirnschrittmacher ist permanent implantiert und macht es immer, dass er die Impulse abgibt. Oder muss das von außen in irgendeiner Form aktiviert werden? Nein, man kann das von außen, kann die Modi etwas ändern, aber er gibt in einem gewissen Rhythmus. Also man kann das individuell auf den Patienten einstellen. Die modernen Systeme haben Einstellungsmöglichkeiten. Ich hatte ja schon gefragt, welche Patienten dafür in Frage kommen. Jetzt kann man natürlich auch fragen, gibt es Patienten, die es von vornherein als Primärtherapie bekommen sollten? Ich meine, es ist ja furchtbar, wenn man, ich sag mal, Tremor, Dyskinesien hat, Autofahren geht nicht mehr, das Glashalten geht nicht mehr. Da ist ja der Bedarf eigentlich sehr hoch, sich an so eine Methode zu erinnern. Ja, aber es gibt ganz klar gestaffelte Maßnahmen, auch medikamentös, das läuft immer vor. Wenn man jetzt mal ein Pflaster auf dem Kopf ansieht, das ist so ähnlich, wenn die Sonde da versenkt wird. Ich habe eine Schramme im OP mir abgeholt bei einer scharfen
leiste. Also operieren ist gefährlich, das kann ich hiermit beweisen. Auch für den Operateur. Ja, auch für den Operateur. Also das sieht ungefähr so aus. Die Sonde kommt auch ungefähr an diese Stelle. Meistens kommen sie beidseitig dahin. Also ja, man kann es aber nicht sagen, Parkinson ist gleich tiefe Hirnstimulation. Das gibt ganz klar Auswahlkriterien. Es gibt gewisse Symptome, die gut behandelbar sind. Gewisse Symptome wie kognitive Störungen sind schlecht behandelbar. Also es ist eine symptomatische Therapie. Es heilt diesen Morbus Parkinson leider nicht. Herr Professor Schützke, vielen Dank. Großartig. Das war eine Aufklärung für den Parkinson. Wunderbar, was moderne Therapie alles machen kann, moderne Medizin machen kann.